Hallöchen Leute, da sind wir wieder zurück bei Pokémon Mystery Dungeon Team Rot und im letzten Part, ja, was ist eigentlich passiert? Achso, unsere Basis ist, glaube ich, fertig geworden. Es ist schon wieder, glaube ich, anderthalb Wochen her, seitdem ich aufgenommen habe. Ja, auf jeden Fall ist unsere wunderschöne Basis hier, unsere Flamly-Basis, fertig geworden, dank der Hilfe der Mankeys. Und die Flagge kann man auch nicht ändern. Aber wir werden uns jetzt erstmal den Rettungsjobs widmen, hier im Frostwald. Das hatte ich sogar noch im Kopf, dass wir das machen wollten. So, wir gehen mal in Richtung Frostwald, legen gleich straight los. Oh, wir müssen wieder einen Klienten mitnehmen. Tauros, wehe du, taugst nicht, besser Wort als ever. Ignoriere das einfach, was ich gerade gesagt habe. Mein Kopf ist noch so durch von den letzten 3 Tagen oder sogar noch länger. Die ganze Zeit nur Grimtails Best-Offs geschnitten. Ja, das mache ich alles nur für euch. Und dann noch das Grimtails Bonus-Kapitel als Stream, Alter, mein Kopf ist so fertig und außerdem war ich auch noch erkältet. Es waren keine schönen Tage, aber es musste sein. So, ich glaube E5 war das erste, wo ein Pokémon auf uns wartet. Ich hoffe auch, dass wir Tauros so schnell wie möglich loswerden. Aber wir haben schon gesehen, was passiert. Mit Klienten, die wir so mitnehmen mussten. So, hier ist auf jeden Fall die Treppe und ein V-Senior. So, Flame. Und auf jeden Fall, ich hoffe, meine Stimme ist wieder einigermaßen okay. Kann sein, dass es noch ein bisschen angeschlagen klingt, aber ich lasse mich ja von sowas nicht abhalten. Und ich habe gerade Lust aufzunehmen. Eigentlich wollte ich es morgen machen erst, aber dann hatte ich gerade eben Lust dazu und habe mich rangesetzt. Damit habe ich es auch. What the fuck? Wie viel Belebersamen haben wir? Ah, wir haben noch 2 mit. Gut. Ich hasse es. So, ich hoffe, hier muss ich das Tauros jetzt abgeben, weil sonst bringe ich irgendjemanden um. Sie haben die Cheat-Ebene erreicht. So, können wir nicht mehr mitnehmen, Apfel. So, wo bist du, Pokémon? Welches ich suche? Hier ist es nicht. Ach, Mann. Alle Sackgassen, alle Sackgassen. So, hier oben lang. Nip, das ist auch eine Sackgasse, oder ich weiß es gar nicht. Sinelbeere. Ach, guck mal, hier ist Fukano. Hallöchen. Tauros, bleib hier. No! Ich hasse es. Nein. Wer? Na los, lass mich vorbei. So. Stirb, Nassknet. Stirb, stirb, stirb. Ah. So, Keifel, du stirbst jetzt auch. Ah, jetzt klappt's. Ach, ich versteh's nicht. Müssen die sie jetzt sehen oder keiner? Auf jeden Fall. Ja, ich weiß. Jetzt sind wir zumindest Tauros los. Und uns steht hoffentlich nichts mehr im Wege, das so schnell wie möglich abzuschließen. So. Jetzt müssen wir nur noch die Treppen suchen. So, hier ist die Treppe. Es geht eigentlich relativ schnell. Das sind eigentlich die anderen Ebenen, die wir machen müssen. Anderes Missionsziel. E8 und E9. Gut. Dann haben wir es ja gleich geschafft. So, ist auch nur eine kleine Rettungsmission für zwischendurch, weil bald wartet hoffentlich schon wieder das etwas größere, ein etwas neueres und größeres Abenteuer auf uns. Erstmal, das Ditu hat sich in ein Magnain verwandelt. Magnine, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Das ist aber richtig schön bei Pokémon-Namen, weil jeder sie anders ausspricht. So. Weiter geht's. Und hier dürfte jetzt das nächste Pokémon auf uns warten. Nicht Magnine. So. Ja. Mach halt. Stirb. So, ist hier oben was? Nope. Ein bisschen Geld. Schadet ja nie. So.
Okay, hier ist auch eine Sackgasse. Sehr schön. Ach, ein Tauros. Ich sag nichts. Ja, ja, hier. Friss meine Glut. So, Tauros. Retten wir mal schnell. Und dann fehlt nur noch eins. Und dann haben wir das doch recht schnell hinter uns gebracht. Nein, ich möchte nicht verlassen. Und ich möchte weitermachen. Immer dieses doppelte Nachgefrage. Und da oben haben wir auch schon... Ich kann gerade nicht erkennen. Ach, ein Hundemon. Oder Hunduster ist es, glaube ich. Komm her, Hunduster. Komm. So. Zack. Gleich drei Rettungsmissionen auf einmal abgeschlossen. Mal sehen, ob es jetzt schon weitergeht mit der Hauptstory. Ich würde mich freuen. Ja, ich möchte jetzt auch den Dungeon verlassen. Sehr schön. Was kriegen wir für 400 Poke? Und 80 Retterpunkte. Und von Tauros. Verhöhner, ja, ist nicht so wichtig. Und Klargummi. Hat das an die Sammelbox gelegt. Und 60 Punkte. Und von den beiden. 600 Poke und 60 Retterpunkte. Sehr gut. Ja, wir waren halt großartig. Wie immer, Erik. Wir sind immer großartig. Und speichern. Okay, es passiert noch nichts. Schade, schade. So, Erik wartet wieder auf uns, wie jeden Morgen. Der kleine Frühaufsteher. Und Belieber bringt uns wieder ein bisschen Post. Mal sehen, was uns im Briefkasten erwartet. So, Lagern. So, wir sind noch lesen. Alles verloren. Wenn dein Retterteam in einen Dungeon besiegt wird, verlierst du einige Items und dein ganzes Geld. Nein! Achte also darauf, was du mitnimmst. Verwende das Kangama-Lager, um wertvolle Items zu lagern. Sicher zu lagern. Typen. Lerne, wie Typen sich ergänzen. Jedes Pokémon hat einen bestimmten Typ, zum Beispiel Feuer oder Wasser. In einem Kampf sind die Typen besonders wichtig. So ist ein Feuer-Pokémon anfällig gegen Wasserattacken. Nutze diese Kombination mit deinem eigenen Vorteil, ja. Sehr schön, dass es uns auch da drin nur ein Typ sagt auf den anderen. Ich sag nichts. Ich habe keinen Platz für Items. Okay, dann müssen wir ein paar einlagern. Lagern. Ah, hier kommen ein paar Äpfel, können wir einlagern, weil ganz ehrlich, so viele brauchen wir nicht. Und die Gummis können wir eigentlich alle verfüttern. Flap, alles einlagern. Und weitere Items kaufen. Was haben wir denn? Eisenhorn, Geroggoklochen, okay, nichts Interessantes. Gibt's hier irgendwas? Donnerblitz, Durchbruch, Eisstrahl. Ich weiß gar nicht, aber kann Erik Eisstrahl erlernen? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich kann es ja mal kaufen, wir haben ja so viel Geld. Wir lagern erstmal alles. Und nehmen uns dann... Ich möchte hier bitte... 8. So. Sehr gut. Ist immer ein bisschen knifflig mit dem sehr empfindlichen Analogstick hier. Kaufen und wir kaufen uns mal Eisstrahl. Ich zweifle jetzt irgendwie, dass es Erik nicht erlernen kann, aber egal. Einfach nur mal vielleicht. Klappt es ja. So, Items. Eisstrahl. Einsatz. Ach, Erik kann doch lernen. Was machen wir dafür weg? Ach komm. Machen wir Nebenstelle weg oder Tackle? Ach komm, Tackle. Vergessen. Erik lernt Eisstrahl. Sehr schön. So, wir gucken nochmal an die Belieberpost, ob hier neue Rettungsjobs zur Verfügung stehen. Was gibt's denn? Was haben wir eigentlich noch? Lapishöhle. Ich bin einsam und traurig. Was müssen wir in der Lapishöhle machen? Aha. Okay, das mache ich nicht.
Da stand eskortiere zu, das will ich nicht machen. So, das können wir eigentlich auch dann gleich löschen. Löschen. Und wir machen jetzt noch den Job. Leider gibt es nicht mehr dort. Aber wir müssen es ja wohl oder übel machen. So, ach komm, egal. Da brauchen wir nichts mehr. Eigentlich, das Training könnte ich auch weitermachen, aber ich glaube, das bringt nicht so wirklich viel. So, Riesenschlucht, mal wieder. Aber die Riesenschlucht hat so eine schöne Musik, deswegen, das ist so toll. So ein bisschen orientalisch, ich mag sowas. Alter, wie viel Schaden Eisstrahl macht. So, flipp. Ach, ich mag die Musik hier. Oh, Pfandbier möchte mitkommen. Ich bin mir nicht sicher. Ach komm, nein. Das ist mir zu risikoreich, vor allem, weil ich keinen Lebersamen mit habe. So, Attacken. Er kann eine. Aha. Es bewegt sich wieder, ohne dass ich. Ich verstehe es nicht. Der Zeiger macht wieder komische Dinge, obwohl ich nichts drücke. Das ist mir sehr suspekt. So, hier ist nichts. Ein Pfandbeamer wieder. Ah, die Musik ist so schön. Ich kann das mal tausendmal sagen, aber es stimmt ja nun mal. Ich habe ein Wiesel aufgeweckt. Aber egal, komm. Wir sind ja eh stark genug und können es recht schnell besiegen. So, hier hinten ist nichts. Außer Sackgassen, über Sackgassen. Und ein Pfandbee mal wieder. So, Dummesel. Aber die bringen leider nicht mehr so viel EP, also. Eigentlich bringt das Töten uns nicht wirklich viel. Hier unten ist gar kein. Na, sowas muss wieder da rumlaufen. Ich liebe es. Huch, falsche Richtung. So, nach unten müssen wir. Und dann nach rechts. Und hier ist die Treppe. Sehr schön. So, Pfandbee. Und hier irgendwas. Ja, die Treppe. Ein bisschen Geld. Geld schadet ja nie. Und mein Mikro klappt jetzt auf jeden Fall wieder besser als letzte Aufnahme. Obwohl ihr sicherlich nicht den Unterschied gehört habt. Nur ich sehe das in der Tonspur, dass wenn ich nicht rede. Das Rauschen war letztens irgendwie ein bisschen stärker als normal. Und ich wusste nicht, woran das liegt. So, ich bin aber recht froh, dass ich aus diesem Headset echt viel vom Sound rausgeholt habe. Dass es sich eigentlich relativ gut anhört. Ja, da bin ich schon froh drüber. Dafür, wenn man zum Beispiel, glaube ich, den meine Minecraft Let's Show guckt. Ach, auch egal. Wie schlecht, dass die Mikroqualität dort noch ist und das ist das gleiche Mikro. Und wie sie sich jetzt anhört. Das finde ich schon. Da habe ich schon gut hingekriegt. Ich bin stolz auf mich. Deswegen brauche ich auch vorher erstmal kein richtiges Studio-Mikro oder so. Weil ich denke mal, das reicht für die paar Leute, die das gucken. So, Noctu. Aber wir kommen echt schnell voran. Ich bin begeistert. Aber ich habe ja nichts dagegen. Mein Garaborn. So. So, Geld. Und ein Noctuska, was schläft. Ach, wieso? Meine Attacken verfehlen ziemlich oft, habe ich das Gefühl. Und ein Level Up. Yay. Yay. Also wenn ich EP, wundert es mich, dass wir ein Level Up bekommen. Und Erik bekommt keins. Ah, jetzt haben wir Erik tatsächlich aufgeholt. Und sogar überholt. Okay, die Pokémon sind ja alle echt One-Hit. Sie sind ein bisschen lushy, aber... Naja, ich will mich ja nicht beschweren. Oh, hier ist die Treppe. So, ich mach's mal... Ja. Es setzt natürlich genau die Attacke ein, wo es nicht One-Hit ist. Ach, nein. Ich sag nichts dazu. Ich sag nur NPC oder nicht NPC, Computermitglieder eines Teams sind nicht gerade immer die schlauesten. Jetzt steigt der Level auf. Bestes Beispiel ist dafür, glaube ich, Left 4 Dead, Alter. Deswegen, ich habe schon überlegt, von Left 4 Dead ein Buch, Let's Play zu machen, aber ganz ehrlich, bei den Computergegnern, da sollte ich mir lieber reelle Personen suchen, die mit mir da vielleicht ein NPC davon machen wollen würden. Aber den Com-Gegner mache ich auf keinen Fall in Let's Play. Hier sind noch tausende von Gegnern. Der Geheimpower ist auch nicht so stark.
Auch wenn ich keinen Plan habe, was Geheimbaus. Ist das von Typ normal? Ich bin mir gar nicht sicher. Ist ja nicht so wie Kraftreserve, was je nach Typ verschieden ist. Oder? Ich hab keine Ahnung. Ist schon ein bisschen länger her, seitdem ich mich wirklich damit auseinandergesetzt habe. Weil das meiste von Pokémon weiß ich eh. Das ist so in mein Gehirn eingeschweißt. Oh, wir haben die Zielebene erreicht. Dass ich das innen auswendig kann. Zum Beispiel auch ein Typkombination, was gegen was effektiv ist. Die ganzen Namen und bla bla bla. Der Flug nach so meinem Fenster vorbei. Ja. Mein Top-Elixier. Auch ein Scaraborn. Ich weiß gar nicht, welches Pokémon wir suchen. Huch. Hier ist auf jeden Fall nichts. Ja, ich geh nach oben. Wow. spawnt erstmal ein Ariados. So. So. Ist es vielleicht hier unten? Ja. Ein Giflor, Duflor. Ja, Giflor, gut. Ja, juck. Gibt es Ausschläge? Nee, nicht so dolle. Nur wenn ich meine Brille bewege, macht das immer Ausschläge. So, Mission erfüllt. Ja, ich möchte bitte auch nach draußen. Beendete eindrucksvoll die Mission. Sehr schön. Was kriegen wir? 300 Poker und 40 Retterpunkte. Ich frage mich, wenn wir mal wieder einen Rang aufsteigen. Das gab es schon lange nicht mehr. So, wir speichern mal kurz. Und am nächsten Morgen. Stille. Oh je, noch ein Erdbeben. Jetzt hat es sich wieder gelegt. In letzter Zeit gibt es ziemlich viele Erdbeben. Ja, ist mir auch schon aufgefallen, so wir speichern mal. Aber ich denke, bevor wir rausgehen, beende ich erstmal den Part. Es war jetzt nicht so spannend mit den ganzen Rettungsmissionen. Aber ich will auch die Parts nicht immer so lang machen, dass es noch in die Story reingeht und die Parts 25 Minuten lang sind, weil ich bezweifle, dass auch ihr nicht so gerne so lange Parts guckt. Beziehungsweise gehe ich jetzt mal von mir aus, weil ich nicht gerne so lange Parts gucke. Aber auf jeden Fall soll es erstmal gewesen sein für heute. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute, und gucken, was hier passiert. Okay, auf jeden Fall. Bis dahin. Macht's gut. Und ciao.